Katastrophe hat sich einigen Kreaturen gegenüber gnädig erwiesen. Die restlichen verdienen den Gnadenstoß. Genau. The Sanctuary. If we can build, we can rebuild. Fast alles kann rückgängig gemacht werden, selbst die schlimmste Verheerung, aber das muss Stein um Stein erfolgen. Uiuiui, da habe ich ja wieder wahnsinnig Kohle bekommen. Nein, der Leichtling und so ist tot. Und der Pick? Ach nee. Hafengitarre. Frag nach der Hafengitarre, die vor der Bastion liegen gelassen wurde. Wo ist sie? Hast du gesehen, was mit ihr passiert ist? What were we to think? They must have got her. Taken her back to her rightful home. He's gotta watch his back out there. Ei. Habe ich irgendwas gesammelt, wo ich noch eine Waffe aufwerten kann? Feuerball kann man schon gelesen. Da will ich nichts Neues. Ist hier irgendwas? Nee. Schade. Na gut, nächstes Level. The Hurra swooped down from the east. At least now we know the way. Ah, Endlosbucht, Übungsgelände. Die Matrosen der zelondischen Flotte konnten hier relativ sicher ihr Handwerk lernen. Boundless Bay used to be a weapons test and dry dock. Ain't never been this dry though. Okay, schauen wir uns mal an. Ceylonia's armada was a glorious sight, and our ship's mortars were unstoppable. At Boundless Bay, our navy put those mortars through a rigorous inspection. Okay. Had to use squirts to simulate explosive impact on the surface of the sea. Choosing targets with those mortars was one of the trickiest parts. Galleon skippers needed to be patient, needed to fire at just the right times. Sounds like the kid's mortars in tip-top shape. Ach so, ich hab nur 5 Schuss oder wie? Das verkohltes, etwas schweres. Was stand da, 80 oder mehr Opfer? If you got a thing for heavy artillery, then I've got the place for you. Schauen wir mal, probieren wir es nochmal. Ah, mit 5 Schüssen, ich verstehe. A variety of modifications can be used to enhance the power of a mortar. Schau mal, die sich da alle wieder zurückbegeben. 71. Okay, ich glaube, das kriegen wir besser hin. You had to be crazy to want to swim in Boundless Bay. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Und wenn die dann wieder darüber fliegen, dann ja. Sehr gut. Achtzig, perfekt. Ding ding. You could almost see the fireworks. Nice, das war gar nicht so schwer. Bombentrommelfeuer. Alles klar, fertig.
good thing we got to that mortar before the beasts of the wild learned how to use it. So. So, Endlosbuchtbereich abgeräumt. Selbst Leichlinge kapieren nach einer Weile, dass sie keine Chance haben. Sie sind aus der Bucht verschwunden. Zack, schön aufgeklatscht wieder. Wo waren das nochmal? War das hier? Ich glaube, oder? Bombentrommelfeuer. Bombentrommelfeuer, so. Galionenmörser, Fertigkeit. Eine experimentelle Technik, die den Feuerlauf mit mehreren Patronen überlädt, die in schneller Folge abgefeuert werden. Wurde als ein Marinemanöver für augenscheinlich aussichtslose Situationen entwickelt. Cool, haben wir das geschafft? Nice. Gefällt mir. I'll save my thanks for when it's all over. Ah, genau. Das wollte ich ja noch machen. The Skippers delivered us from the motherland. Für diese Herrscher der Meere waren selbst die entferntesten Gestade in Reichweite. Mit einem einzigen kontinuierlichen Angriff. Steche einen Feind mit einem Hieb und gib ihm dann den Rest. Na gut, haben wir das. 14.000 haben wir, krass. So, was mit dem Feuerbalk? Haben wir ja eh auch schon. Und sind wir jetzt hier Urzentrator. Auch Zulfs Agenten sind bestimmt hinter dem letzten Splitter her, weil sie damit den von ihnen angerichteten Schaden wieder gut machen können. Urzendra Gate used to lead down to the terminals. Now it leads up. To the stars. Okay. One last shard. It's all we need to put this mess behind us. And mother, what a mess it is. A mess like that could have only been made by hand. Tag 1 morgen. Musik klingt halt wie gerade so in dem Western. Ist ja gar nicht wirklich meins. Zulf said the calamity failed. And he's right. The Uras stand as living proof of that. Oh ja, das sind schwere Gegner. Sehr schwere Gegner. Uiuiuiui. Jetzt kämpfe ich echt gegen ein anderes Volk, nur weil die wieder... At the heart of the calamity was a simple idea. We never wanted to go to war again. We wanted to rule it out. Komm, jetzt kann ich durchlesen, weil ich die ganze Zeit dodgen musste. Ha, wird da jetzt gerade so ein bisschen so die Reise symbolisiert, wo wir uns hinbegeben oder wie? Zum letzten Splitter. Finde ich auch eine gute Idee irgendwie, dass man da so ein bisschen halt so kleine Mini-Level macht, sozusagen. Ah, Mist. Das Gift ist halt so geil. Wir haben viele Leute gegen das Problem gestellt. Scientists, Soldiers, Spies. Thank you.
dir. Peits ihm aber wieder ein Level ab. We saw solutions far beyond the city. We traveled near as far as the kids going right now. Tag 3. Okay. Das ist irgendwie cool gemacht. Gefällt mir. Ah, warte, das kann ich noch zerstören. Kriege ich ja noch ein bisschen was dafür. Lecker, sowas sehe ich immer gern. Und tot ist sie. Und ich auch, wenn ich weiter so oft runterfalle. Ah, ein Pfeil, okay. Wo ich hin muss. Warum schieße ich auf den? Den einfach mit meiner Klinge auseinanderschnipseln können. Also hier lang, da lang, dort lang. Okay, anscheinend da oben lang. Most of our efforts didn't bear fruit. Leichen sogar liegen bleiben und mal nicht verschwinden. Hätte ich jetzt nicht von dem Spiel hier erwartet. Das waren jetzt ein bisschen viele. Aber ich hab's gut überstanden. Also diese Resistenz hilft halt enorm. Abgeschlossen, das Land. Okay. Warum das Land? Habe ich irgendwas? It came from an Urin, a brilliant young scientist named Ven. Ah, ich dachte schon, ich muss jetzt da Tag 3 so. Ich dachte schon, ich muss jetzt auf dem Boot da wieder rumschießen. Kann mich kaum bewegen, weil Rollen und so fast unmöglich ist, ohne runterzufallen. Das wäre schon sehr ärgerlich gewesen. Mit seiner Hilfe hat der Mancer einen Weg gefunden, um die Ura-Tunnel zu schließen. In a flash. Yeah, diese düstere Musik. Just like that, every last Urrat living in the Tassel terminals will be gone. Tag 3 Nacht. Ja, stirb am Gift, Junge. Also nach oben oder nach unten? Okay, nach unten geht's nicht weiter. This discovery was never to be used, they said, except as a last resort. Tag 5 morgen. Das da? Ja, das kann ich gut machen, oder? Ja. Alles schön zerstören. Kommt ja nicht gut. Alles schnell weggemacht hier. Ja, bei Nahkampfangriffen hält das Auge nicht so viel aus. Vor allem bei Schaden über Zeit.
Ja, jedes Monster hat halt schon so seine Schwächen und Stärken. Im Sinne von, gegen was es resistent ist und gegen was nicht. Das ist schon echt cool durchdacht. So. Das Verkehrtes. Die Namen sind so geil. He had plans of his own. Das war wieder klar. So, da kommt schon. Zack, 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 zack. Vollständigkeit halber muss immer alles zerstört werden. He sabotaged the Mansour's little science project. Set it to blow up in their faces. Tag 6 Nachmittag. Da kommen Sachen runter. Hier möchte ich bleiben. Ja, Kristalle, yeah. Nice. Mag ich. Noch mehr. Mich greift niemand an, das ist doch ein Traum. Imagine how Van must have felt when they finally made him pull that trigger. Schön. Danke für dein Geld. Ich nehme es gerne. Ich werde es gut für dich verwahren. Ich mache schon recht viel Schaden. Tag 7 Sonnenaufgang. Mir fällt erst jetzt auf, dass der Hintergrund einfach ein Standbild ist. Aber auf das achtet man ja gar nicht so. Hui. Erstmal weg hier. Das ist sogar ein bisschen Rockmusik. Doch nicht. Da ist der Splitter. Da kann man nichts zerstören. Bevor ich den Splitter nehme, will ich mich da kurz umsehen. Too bad the Uri ain't exactly been willing to collaborate on that front. Ja, ganz toll. Nein, der hat's uns einfach gestohlen. Nein. First things first, though. There's someone we figure needed rescuing. See ya. Sehr ärgerlich. Laura fell back, no doubt planning the next move, but we knew ours already. Ah, ich habe wieder was fertig in der Gedenkstätte. Das Land Stück für Stück wiederherstellen. Trage auf deinen Reisen und erkunde die verlangte Anzahl von Landstücken zusammen. Okay. The country. She's all the pieces now, but still looking good. Die Kerne enthalten das Gedächtnis des Landes, bevor es auseinandergerissen wurde. Ihre Macht fließt in das Stadtwappen ein. Sometimes I want to ask him. Why do any of this? But truth is, I don't want to know. So viel Kohle, man. There's something we had to do before going after that last shard. Wir haben so viel Kohle, das verleitet viele dazu, einfach jetzt alles auszugeben, aber wir wissen ja nicht mehr, was die letzte Waffe ist. Will ich noch warten? Urzentrator. 12 von seinen Landsleute haben jetzt den letzten Splitter. Ohne ihn kann die Bastion nicht wiederhergestellt werden. Zoltan's Hollow is the Ura's border blockade. At least it used to be. Oh, machen wir das Level noch. Well, now it's
personal, ain't it? It's personal for him, and it's personal for me. Ja, verständlich. The Hurra's border blockade ain't much to speak of, but it's got a nice view. He finds his moment to strike. They never saw him coming. Natürlich rechnen die nicht damit. Katastrophenkanone, die letzte Waffe. He gets his hands on the care package I sent him. It's a little something I've been fixing up in my spare time. Eieiei, was für eine geile Waffe. Das ist ja cool, das Ding. Vor allem, wie schnell das auch feuert. They got their own security and everything. Pretty fancy even. Hey, ja, ja, das ist die letzte Waffe. Ja, die ist nice. Sogar. Still, they ain't used to having visitors around. One shot einfach geil. They've got these conductors that are all what's keeping the place together. Break enough of those things and the calamity rocks slip back into the ground. Ja, der Tech Speed ist jetzt nicht der geilste, aber